Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Wir schauen uns mal ganz kurz hier die Karte an. Hier sind ganz viele Scherben, die habe ich mir markiert. Aha, Okay. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Das ist relativ viel auch im Voraus aufgenommen. Da ist das alles immer so ein bisschen, naja. Ne? Okay, ich würde sagen, ich gehe als nächstes hier hin. Ich muss übrigens noch was zeigen. Das werde ich machen, wenn ich mal wieder zur Himmelsfeste gehe. Denn es ist ja mittlerweile der 5. Patch draußen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der alles so groß verändert hat, aber ein paar Spielmechaniken glaube ich auch, bin ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall hat er das schwarze Emporium wieder eingefügt. Bedeutet, man kann seinen Char wieder ein bisschen verändern, das Aussehen ändern, und das würde ich dann auch gerne mal kurz, also dann demonstrieren, aber erst muss ich dann wieder zurück sein. In der Himmelsfeste. Das machen wir nicht jetzt, das machen wir später irgendwann. Denn da werden wir bestimmt sowieso irgendwann wieder hin zurück müssen. So, ah gut, mit den Sounds hat sich nicht verändert, alles klar, das ist immer noch genauso wie vorher auch. Das ist ja super. Mehr oder weniger. So, ich weiß jetzt überhaupt gar nicht, wo ich hin muss, ey. Aber macht auch nichts. Das wird schon. Ich muss auf... Okay, Moment, der Großbär... Okay, tja, was soll ich tun? Ich muss ihn eh angreifen, wenn... Ich muss da durch. Deswegen, Bärchen, es gibt was auf die Fresse. Ja, genau, wir greifen erstmal die ganz gefährlichen Gegner hier an am besten. Also wirklich. Es gibt, glaube ich, jetzt eine Möglichkeit... Ja, genau. Das ist der Hammer. Wir werden jetzt eh gleich von mehreren Sachen angegriffen. Es gibt jetzt die Möglichkeit... What? Na, Rückzug. What the fuck? Da sind Rie. Was ist denn da in dem Wagen drin? Ach, nix. Ach, das ist doch so ein Templer-Typ, oder? Wir gucken uns das Ganze mal an. Nein, nicht wirklich. Denn wir... Oh, Moment. Habe ich das schon? Alter, was ist denn hier los? Hier sind voll viele Riesen am Stissel. Beanspruchen. Beanspruchen Sie dies. Oh. Ja, yeah, super. Ich glaube, ich darf das gar nicht beanspruchen. Ach, Manway, dann... Ach, weißt du. Dann legst du mir doch am Buggel. Dann gehen wir erstmal da hinten hin, denn den Riss möchte ich gerne schließen. Aber wobei, ich könnte mich natürlich auch mal einfach mit den Riesen anlegen. Das ist ja eigentlich auch gar kein Problem. Aber, werden wir gleich demokratisch entscheiden. Das bedeutet, ich werde es entscheiden, demokratisch, für mich. Alle müssen es dann einfach tun. Ich finde das ziemlich fair. Ich glaube, den Gegner treffe ich nicht, deswegen greife ich jetzt einfach mal... Okay, der ist tot. Ich greife einfach den hier an. Ich denke, das ist schon in Ordnung. Warum greifen die mich eigentlich alle an? Ich merke gerade, verdammt, diesen Level 20, das ist irgendwie nicht so geil. Um ehrlich zu sein. Soll aber nicht so wichtig sein. So, wir machen erstmal den hier. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Jawohl. Sehr schön. So, der ist down. Den da hinten haben wir noch. Den muss ich irgendwie jetzt... Nee, das war falsch. Also, zack. Dämon der Verzweiflung. Schau dich kaputt. Zum Glück haben wir jemanden wie Cassandra, die ordentlich Aua macht. Jetzt gehen wir ein Stückchen zurück hier. Okay, Level 20 ist ein bisschen... Ja, schon ein bisschen hoch, würde ich sagen, aber... Warte mal, die sind, glaube ich, gerade... Ah, fuck, der ist auf mich fixiert, das ist irgendwie nicht cool. Ihr müsst sie mir vom Hals halten, ihr Trottel. Meine Fresse. I'm the fucking Inquisitor. Ja, das ist sick.
Really nice. Zack, zack. Ich glaube, damit habe ich mir jetzt nicht unbedingt einen guten Dienst erwiesen, die anzugreifen. Das ist eher so eine Art Bärendienst gewesen. Das war jetzt nicht sehr schön. Und war nicht sehr clever. Die sind nämlich doch recht stark. Okay. Können ja ab und zu die Risse einfach mal angreifen. Zack. Hi! Na du? Wollen wir vielleicht Freunde sein? Ich weiß ja auch nicht. Oh ne, ne? Geh mal weg hier, das ist schon gut. Wo ist denn hin? Der Tod ist er noch nicht. Boah, leck mich am Arsch. Level 20 ist aber schon happig, ne? Kann man mal schon so sagen. Und ich befürchte da... Ja, vorbei. Das könnte auch die letzte gewesen sein. Das wäre natürlich super gut. Oh, oh. Oh, oh. Ach so, Moment. Ha. Da ist noch einer. Ich unterstütze euch von hier. Das Bild ist, wo ist denn der hin? Oh, jetzt muss ich auch mal hinterher, ey. Wo ist denn der Arsch? Hä? Ah. Er ist tot. Sehr gut. Dann können wir den Riss ja schließen. Boah, die ganzen Riesen hier. Alter Schwede. Das ist aber... What the fuck? Was geht denn hier bitte ab? Ich weiß nämlich nicht, ob mich die Riesen direkt angreifen, nur wenn ich bei denen in der Nähe bin. Oh, wir werden das gleich sehen. Das ist kein Stress. Hallo, Riesen! Wollt ihr einen Schokobon? Ich habe zufällig keine dabei. So, zack, zack. Ich hoffe, wir kriegen ein bisschen mehr Erfahrung, weil immerhin ist das ja auch relativ schwer, ne? Ist ja immerhin schon leveltechnisch weit über uns. Vielleicht sind die ja freundlich. Hallo? Hä? Nein! Alle. Boah, Alter. Oh, fuck. Hilf dem Inquisitor! Ich habe ein Problemchen, wir sind tot. Also. What the fuck? Okay. Schnell mal in die Flucht. In den Fluchtmodus sozusagen. Und greifen wir erstmal sein Beinchen an. Was für ein Level hat der? 18. Okay. Oh, fuck, das war blöd. Ich hätte einfach nur abhauen müssen. Einfach nur abhauen, das wäre es gewesen, aber... Ich wäre da nicht dran gedacht. Aber der hat gleich kein Leben mehr, also das geht schon. Wir kriegen das hin. Alter, ohne Spaß, ne? So. Geh weg, Bratze. Hat er mir gerade 1700 Erfahrung gegeben? Oh, ich bin versteckt. So. Oh, okay. Okay. Mein. Okay. Ach, Mensch, mein Inventar ist voll. Das ist ja ein Zufall. Dann kann ich ja rein theoretisch in der nächsten Folge mal zurück in die Himmelsfeste. Ich würde... Alter, das ist doch scheiße. Ne, hier bin ich jetzt mal raus, ne? Das ist mir zu hardcore. Wir gehen jetzt da lang und wir versuchen jetzt erstmal das Lyrium irgendwie zu bekommen. Vielleicht funktioniert das ja. Ist hier schon ein etwas schwierigerer Abschnitt? Lass uns kurz gucken, was habe ich denn selber für ein Level 18? Och, ja, ne?
so ein bisschen über uns sind die schon gelevelt da. Und so ein Riese, na, ist schon. Der ist schon was. Und da kann ich später nochmal hingehen, aber dann würde ich auch voll ausgeruht sein und alle Heiltränke voll haben und so weiter und so fort. Ist mir sonst ein bisschen zu riskant, ehrlich gesagt. Hier gibt es eine Geschichte und ich weiß nicht welche. Ich auch nicht. Das ärgert mich mehr als es sollte. Ach Mensch. Varric, mach dir keinen Kopf. So. Wir haben aber gar nicht mehr so viele Quests hier so offen, ne? Also außer jetzt die Scherben natürlich. Vor Sonnenaufgang zum Beispiel, dann haben wir hier noch Beobachtung ohne Bedrohung, das Versprechen eines Liebenden und das hier. Und natürlich die Steinbrüche oder Holzschläge. Holzschläge und Steinbrüche, die wir noch machen. Und dann bin ich hier im Grunde eh fertig und dann geht's eh erstmal zurück in die Himmelsfeste. Um da dann... Was ist das überhaupt nochmal für eine Quest? Ah. Hier muss doch irgendwas sein. Sehen ja. Wir uns mal um. Da. So, wir hauen den Templern erstmal natürlich ordentlich eins auf die Mütze. Und natürlich greifen die Bären direkt mit an. Warum auch nicht? Das ist ja kein Problem. Momentan greifen die mich an oder greifen die mich nicht? Oh, fuck. Le Inquisitor! Le Inquisitor ist tot. Schon wieder. Aber überhaupt kein Problem. Wir beleben ihn einfach wieder und dann wird Varric ihn einfach mal angreifen mit dieser Attacke und das wird super. Und nehme ich mal hier ein Schlückchen. Alter, weißt du was, ganz ehrlich hier. Auf die Fresse. Das ist ja unglaublich, ne? Unfucking believable ist das. Okay, der Bär, glaube ich, der haut uns jetzt ganz schön auseinander. Aber bei mir ist okay. Ach du Scheiße, das sind... Ach du Heilige. Cassandra ist tot. Okay, ich muss mal kurz weg hier. Das Doofe ist, dass den das nicht interessiert, wenn ich den haue. Was mache ich denn jetzt, Manu? Interessiert ihn überhaupt nicht. Blöder Arsch. Hier, du Bär. Oh. Alter Schwede, das ist ja hier. Fuck. Boah, Unspaß, ne? Guck es dir an. Das ist dem egal. Man macht ihm so wenig Schaden wie möglich wahrscheinlich. Fuck. Das ist irgendwie alles nicht so geil, muss ich mal so sagen. Ja, genau, der Bär, der läuft mir einfach hinterher, ist schon klar. Ja. Komm ich hier hoch? Oh, fuck. Oh nein. Der Inquisition Master ist tot. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie machen wir das jetzt? Okay, Inquisitor tot. Alter, die haben mich ganz schön... auseinandergenommen. Okay, kein Stress. Wir holen uns den wieder. Moment, wir holen mal Dorian. So, den Inquisitor himself natürlich auch. Genau, du verschaffst uns ein bisschen Zeit. Und Cassandra brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Das Ding ist, ich weiß überhaupt gar nicht, was der für Skills hat. Dann machen wir irgendwas. So, der Bär ist schon mal tot. Nice, Mann. Schön, dass du das könntest. Boah, scheiße. Alter, was ist denn jetzt los? Ach, ihr seid doch scheiße. Hört auf damit, seid ihr dumm? Boah, ich könnte ausrasten. Warum ist denn die eigentlich da hinten gestorben? Das kann überhaupt nicht sein. Das Blöde ist nämlich, dass ich, ja. Die haben nämlich schön wieder volles Leben. Das bedeutet, ich muss erstmal irgendwie zurück zum Lager. Und dann kann ich da nochmal hinlatschen. Achso, nee. Das muss schon hier bleiben.
Wir wollen aber trotzdem mal ganz kurz zum Lager zurückreisen, dann laufen wir halt nochmal dahin und dann versuchen wir es nochmal. Aber das hat mich ein wenig überrascht, dass die so stark sind. So, na gut, weiter geht's. Oder, naja, was heißt weiter geht's? Von vorne. Ich denke, ich könnte das schon schaffen. Moment, errichtete Lager? Ja, wo ist denn hier noch ein Lager, was ich nicht errichtet hätte? Ach, das hier, natürlich. Und dann bin ich mit den meisten Quests hier fertig. Dann ist euer Vater also nach Tevinter zurückgekehrt, Dorian. Ach, hoffen wir es. Mein Vater starb, als ich noch sehr jung war. Ich erinnere mich kaum an ihn. Ich sage jetzt nicht, dass ihr darüber froh sein könnt. Das stimmt nämlich nicht. Aber es gibt Tage... Ich verstehe. Herzliches Beileid. So, hier kommen wir wieder in den Hain der Riesen, wie es scheint. Ah, wir können ja mal einfach so... Zack! Also überall, wo keine Riesen sind, da kann ich ja wohl mal eben... meine Duftmarke niederlassen. Ist da ein Riese irgendwo? Ich glaube nicht. Warte, 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 schnell! Okay. Oh, fuck. Oh, fuck, Hilfe! Nee, 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 alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, die anderen lassen wir einfach mal. Ich glaube, der hat sich gerade einen Stein geholt, oder? Nee, hat er nicht. Oh, fuck. Der kommt. Ich weiß nicht, ob er uns hinterherkommt, ehrlich gesagt. Ich glaube schon. Ich bin einfach mal eben weg hier. So, na gut. Da oben sehen wir schon das schöne Flammen. Da sind wir gerade gestorben. Ich will die jetzt noch töten. Also das ist ja wohl... Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Dass ich das nicht schaffe. Ist ja wohl ein Witz. Wir machen das jetzt. Ich hab das so im Urin. Okay, Templer. Auf die Fresse! Mit Level 18 sind sie natürlich relativ stark, das muss man einfach auch mal so sagen, aber... darf man sich auch nicht von beeindrucken lassen. Wir müssen die halt schon besiegen irgendwie, ne? What the fuck? Dieser verkackte Mongo-Riese, ey, geh weg! Warte, warte, warte! Alter, jetzt kommt auch noch so ein scheiß Riese, ey. Ich glaube, I think I Spider oder wie? Alter, lass mich doch mal hier in Ruhe. Ich bin gerade hier fett am Fighten. Oh. Boah. Alter, da bin ich aber Matrix-Style ausgewichen, würde ich sagen. Auf nimmer Wiedersehen. Nein, Konsole angemacht, weg. Nein, verdammt. Scheiße. Scheiße. Nein, wie komme ich... Ach, fuck. Ich kann... Alter, ich komme nicht aus dieser... So. Nervtötender Scheiße, ich weiß gar nicht, warum die überhaupt aktiviert ist, ehrlich gesagt. Dürfte eigentlich gar nicht aktiviert sein. Hab da auch nie irgendwas gemacht, damit es aktiviert ist, aber irgendwie... Spiel scheint es egal zu sein. Okay, einer ist tot. Ich würde, glaube ich, mal gerade behaupten, wir machen mal den hier. Und ich würde auch einfach behaupten, wir machen auch einfach mal eben den hier. Damit wir ein bisschen... Safetyness haben, ne? Das scheint den auch nicht sonderlich zu interessieren. By the way, dass wir da uns schützen wollen, aber das ist ja egal. Oh, wie viel Schaden ich hier mache. Meine Güte, das ist ja unglaublich, wie viel das ist. So, wir holen mal Dorian erstmal zurück. So. Ich habe jetzt auch nichts, was wirklich Schaden machen würde. Irgendwie so ein verkackter Zauberer, der nicht sehr viel Damage macht. Oh, weil das macht aber schon viel Schaden. Ich glaube, der hat einfach fucking viel Leben. So sieht's aus. Da kann ich ja schon mal gar nichts für. So, ja, humpel mal ein bisschen, mein Freund. Oder jump mal. Oh, 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 jetzt ist unsere Chance. Haut ihn kaputt. Der Riese ist am Boden. Wahrscheinlich eh gleich wieder aufstehen, aber das ist egal. Er ist gerade verwirrt und weiß nicht, was er tun soll. Gut, er steht da wieder auf.
Was ist denn eigentlich, wenn wir das mit dem Kopf machen? Sieht er dann irgendwann nichts mehr? Ist er dann blind oder so? Keine Ahnung. So, genau. Immer schön auf Varric gehen. Der Zwerg hält's aus. Alter, die geben aber viel Erfahrung. Ich hab den Drachen gesehen. Achso, stimmt, mein Inventar ist ja voll. Okay, den Drachen habe ich schon mal gefunden. Hier ist auch noch irgendwas. Und zwar genau hier. Tränke von Thedas. Interessant, interessant. Oh, Moment, ist der gut? Ah, nicht wirklich. Da zieht der Drache seine Kreise. Ich kann leider nicht sehen. Oh, hier ist noch was zum Untersuchen. Blutbefleckte Notizen. Ich kann leider nicht sehen, welche. Naja, dazu reicht das nicht. Da muss ich jetzt um einiges näher rangehen. Mache ich das eben noch? Ach komm, weißt du was? Wir gehen einfach nur ein bisschen näher ran. Ich will nur wissen. Halt die Schnauze. Scheiße. Anfällig für Feuerschaden. Immunität dann. Okay. Und Kälteresistenz natürlich mit. Aber den könnten wir auch noch schaffen. Oh, guck mal hier. Alter. Der sieht aber böse aus. Okay. Alles gut, ne? Ich glaube, das ist ihm egal, das ist alles gut, ist Hilfe. Ah. Einfach mal schnell aus dem Weg springen. Könntet ihr euch vielleicht Drache? Nein. Okay. Ich gucke einfach kurz auf die Karte, ich markiere mir das jetzt und ich verabschiede mich von euch. Hoffe natürlich, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei und würde einfach mal sagen, bis dahin haut rein und den Drachen kümmern wir uns ein anderes Mal, aber nicht jetzt. Tschüss.